Also du bist hier auf dem Staffelberg eigentlich im Herz von einer echten Brauereiregion. Denn wenn du hier dich umschaust, nur in einem Umkreis von, sagen wir, vielleicht 4-5 Kilometer. Brauerei, 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 Brauerei. Und da hinten ein bisschen über den Berg, Brauerei, Brauerei, Brauerei und so weiter und so weiter. Today, I've come here to meet Norbert, a college professor whose unique beer hobby caught my interest. He lives here in the beer region called Franken, home to the largest number of breweries in the world. A perfect place for his ongoing mission to drink a new Frankish beer every day, document his experiences, and publish them on his growingly popular German Facebook site called Beer of the Day. Having written on over 1,000 beers seems like an enormous, painstaking task. So, what makes him do it? Dann gibt es nur einen Satz, weil es Spaß macht. Weil es einfach schön ist, Spaß macht. Ja. Es ist einfach gut. Jedes Bier, das ich trinke, schreibe ich da rein, wie ich es finde, wie es schmeckt, was ich davon halte. Alkohol und Stammwürze, also die technischen Daten. Farbe, Geruch, Geschmack. Zum Beispiel, alleine schon die Farbe ist der Hammer. Ein leuchtendes Bernstein, eigentlich das leuchtende Bernstein. Nein, ehrlich, optisch eines der besten. Dass der Hopfen ganz gut gegen dieses Malz dann einen Kontrapunkt setzt, aber eben mehr schleichend reinkommt und dass das Ganze immer nicht zu bitter ist und dafür wahnsinnig süffig und wahnsinnig spritzig ist. Und so ist es dann so ein bisschen und daraus werden dann Geschichten. Und manchmal steht da wahnsinnig viel und manchmal steht da einfach nur, dass ich etwas Mist finde zum Beispiel. Ach so. Sondern ein helles mit Würze, mit ein wenig Körper, Mainstream. Das ist trinkbar, aber nur, wenn es kalt ist. Sonst ist es flach, trocken im Abgang, Getreide im Nachhall. Wirklich nichts und eher vielleicht ein Kopfschmerzbier. His collection of beer bottle labels is impressive. Making me wonder, is it even possible to find a favorite beer? Es geht nicht. Es sind mittlerweile so viele, die ich richtig gut finde. Ich mag diese Brauerei sehr gerne. Ich liebe das Bier der Brauerei Spezial, das Rauchbier. Aber es gibt auch Brauerei Engel aus Greilsheim, hat ein wahnsinnig geiles, helles Kellerbier. Die Meinl-Biere aus Hof sind gut. Und da könnten wir jetzt den ganzen Tag so weitermachen. Es wird nicht langweilig. Hanging out with Norbert can really teach you a lot. But what has all this taught him so far? Also ich habe vielleicht so zwischen Anfang, Mitte Gymnasium bis zum Studium eigentlich irgendwo so kulturelle Wurzeln und so weiter ein bisschen verloren gehabt. Und dann kommst du hierher und dann entdeckst du dieses Bier und es gibt diese wahnsinnig vielen Traditionen. Und dann habe ich für mich sozusagen mein Franken wiederentdeckt und das ist sozusagen, ich fahre hier durch dieses Land und das ist Heimat. Und ich lerne auch Gegenden kennen, wo ich sonst normalerweise nicht hingefahren wäre. Dann entdeckst du ganz einfach wunderbare Plätze, schöne Städte, Regionen, Landstriche. Das ist so sozusagen sich Franken ertrinken. Once again, I'm reminded of how the love of beer could definitely be a way for people to connect with their homeland. Next time, I hope to experience some of this hometown beer feeling myself. In the village of Zwiefalten, deep in the southern part of Germany, during their annual historic Brewery Fest.